Wir sind wieder hier mit Ein Pott Wermelskirchen, diesmal mit Erik Hausherr, dem Leiter der Volkshochschule für Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen. Und er erklärt uns mal, wie er es geschafft hat, frischen Wind in die Volkshochschule zu bringen. Herr Hausherr, wir treffen uns ja hier zum Einjährigen sozusagen, also zu Ihrem Einjährigen. Stimmt doch, oder? Ja, ich habe am 1.4. habe ich angefangen. Ich weiß das noch. Und Kuchen haben Sie extra mitgebracht dafür, ne? Das ist spannend. Sie haben zu mir gesagt, das weiß ich noch bei unserem ersten Gespräch, dass Sie sich vorkommen wie so ein Gärtner, der überall so ein bisschen gießt. Stimmt. Wissen Sie das noch? Ja, das weiß ich. Und ist das gediehen, was Sie da gegossen haben? Ja, ne? Stimmt. Und ich hab Ihnen damals gesagt, dass ich Wasser verschütte und sehe, ja, wie dort Blumen und Pflanzen wachsen und ja, ich die dann hege und pflege und daraus ein schöner Garten entsteht. Und das ist tatsächlich passiert. Also ich muss sagen, nach einem Jahr, was wir im Team geschafft haben, sondern wie wir unsere VHS modernisiert haben, hätte ich nie für möglich gehalten, macht uns mächtig stolz. Und dazu gibt es so viele Geschichten. Vielleicht können wir ein paar erzählen. Die VHS war ja, also man kann das ja vielleicht so sagen, das hat ja so ein bisschen immer so den verstaubten Touch, oder? Ist doch so eigentlich. VHS, da denkt man, oh ja, da geht man so hin und macht an den Häkelkurs von Oma. Ja, so ein bisschen. Und was ist bei Ihnen anders? Also man kriegt das irgendwie so ein bisschen mit, dass ein anderer Spirit ist. Und was ist bei Ihnen, würden Sie sagen? Es gibt jetzt ganz neue Kurse. Sie haben, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht die Zahl, aber Sie haben eine ganze Vielzahl an neuen Kursen auch etabliert, ne? Ja, wir haben nicht nur viele neue Kurse etabliert, sondern vor allen Dingen sind wir auch auf viele neue Themen eingegangen. Das heißt, wir sind neugierig, wir probieren aus, wir gucken, was unsere Teilnehmer sich vorstellen, wir fragen unsere Trainer. Ich bin natürlich lange in der Bildungsbranche tätig, das heißt, ich kenne natürlich auch die Trends, die es gibt, die fangen wir und greifen wir mit auf. Und dadurch entsteht eine Dynamik bei uns, und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass wir eine neue Atmosphäre bei uns in der haben. Und wir leben eine andere VHS und das transportieren wir nach außen. Und ich glaube, das kommt einfach gut an. Vielleicht können wir mal ein paar Beispiele nennen. Sie haben ja zum Beispiel so einen Italienischkurs, da fällt mir gerade ein, wo auch Pizza gebacken wird. Genau, mit so einem Pizzaofen. Genau, das war, ich bin ja auch für den Fachbereich Sprachen zuständig und wir wollten einfach neue Lernformate ausprobieren und nicht diesen nur klassischen Frontalunterricht machen. Und dann habe ich einfach mal bei unseren Trainern gefragt, habe natürlich einiges im Kopf gehabt und unser Rossano, ich weiß nicht, ob Sie den Rossano kennen, das ist so ein begeisterter italienischer Trainer Zeit, bei uns, ist Napoli-Fan, hat dann vorgeschlagen, ach, sollen wir nicht einfach mal was kochen und dabei Italienisch lernen? Und ich habe natürlich sofort Lernhappen, Mikro-Learning, alles im Kopf gehabt und wir haben uns da so gegenseitig begeistert. Das haben wir einfach ausprobiert letztes Jahr mit einem Kurs, bei dem wir Pizza backen. Ein Pizzaiolo hat er bestellt. Das heißt, wir haben so kleine Pizzaöfen gehabt. Jeder hatte einen am Platz sozusagen. Sozusagen. Es waren nicht alle. Wir hatten nur ein paar Öfen, aber konnte jeder irgendwie seine Pizza essen und belegen. Und Rossano hat dazu kleine Lernhappen vermittelt. Also wie man zum Beispiel im Restaurant was bestellt, wie man was zu trinken bekommt, wie man bezahlt und so weiter. Typische Situationen aus dem Italienischen, was natürlich auch eine Art Teaser sein sollte für unsere Italienischkurse, die wir sonst natürlich anbieten. Das hat eingeschlagen, wie eine Bombe. Weil wir haben sofort Kurse hinterher schießen müssen. Es war total begeisterte Atmosphäre. Ich glaube, das war für unsere Teilnehmer, weil wir natürlich auch viele Stammkunden dabei hatten, eine ganz neue Erfahrung. Ich war bei diesem Kurs dabei und das war einfach schön, dass alle dabei waren. Das hat so gut funktioniert, dass wir dann im nächsten Halbjahr gesagt haben, ach komm, daraus machen wir mehr. Und haben dann eine Reihe aufgesetzt, die wir nennen kulinarisch Sprachen lernen. Ach, und das gibt es dann auch in anderen Sprachen? Und das genau. Und das haben wir mit Chinesisch, mit Französisch, mit vier Kurse, Spanisch und Paella läuft besonders gut. Was wird denn da gemacht? Da geht es um chinesischen Reis zum Beispiel, Reisgerichte. Jetzt machen wir das auch mit Türkisch zum Beispiel,
mit Englisch machen wir das, wir machen mit dem Schottischen. Fish and Chips. Nee, das haben wir, das haben wir das überlegt, aber da haben wir gesagt, da holen wir keinen vom Ofen vor und machen jetzt Englisch und High Tea, wo wir Scones backen mit den Teilnehmern. Okay. Und dann einen schottischen Trainer haben, der dann im Schottenrock dazukommt. Wir haben das aber auch übertragen. Und das ist natürlich etwas, was wir ganz stark mit unseren Trainern zusammen machen. Das heißt, wir haben bei unseren Dozenten gefragt und da kamen so viele Ideen. Zum Beispiel, die sind ja, glaube ich, auch so ein bisschen aus der aus dem Dornröschenschlaf aufgetaucht. Die sind aus dem Dornröschenschlaf, also aufgewacht. Ja. Aus dem VHS-Dornröschenschlaf. Aber einfach deshalb, weil wir gefragt haben, was möchtet ihr, wo seht ihr zusätzliche Kurse, was habt ihr für Ideen? Plötzlich fühlten sich unsere Trainer gewertschätzt und gefragt. Und Rossano zum Beispiel mit Pizza und Italienisch und Pizza, so rum, macht jetzt Italienisch und Antipasti mit mehreren Kursen, Italienisch und Wine-Tasting, also Vino Rosso, das hat da so ein, sowas bieten wir jetzt alles an und das funktioniert einfach total schön. Vielleicht kann man das nochmal kurz in Zahlen sagen. Sie haben auch unfassbar viele neue Mitglieder dazu gewonnen, ne? Trotz Corona ja am Anfang. Also es war ja vorher Corona noch. Vor einem Jahr war es ja noch nicht richtig zu Ende. Wir sind ehrlich gesagt etwas überrascht worden, weil wir uns natürlich Gedanken gemacht haben und haben überlegt, welche Kurse bieten wir an, was für Ideen kommen, welche Themen möchten wir besetzen. Wir hatten allein im letzten Halbjahr, im Moment im letzten Halbjahr 2022, 1500 neue Kunden. Und das ist natürlich. Und ich glaube auch Jugendliche, ne? Also Sie haben können Sie nochmal sagen, welche Kurse für Jugendlichen Sie auch anbieten? Ja, vielleicht noch eins vorweg, weil Sie gerade die Zahlen, ich bin ja BWLer und denke sehr gerne in Kennzahlen. Wir haben unsere Anmeldezahlen einfach mal mit den Vergleichszeiträumen der letzten Jahre verglichen. Waren wir im letzten Halbjahr, also Ende 2022, noch bei ungefähr 101% des Vor-Corona-Niveaus, liegen wir jetzt mit unserem neuen Programm bei 175% des Vor-Corona-Niveaus. Und das ist natürlich unglaublich, muss ich sagen. Also es ist aber auch schön, weil alle bei uns und gerade unser Team kriegt natürlich überall schöne Rückmeldungen. Nicht nur das, unsere Teammitglieder, unsere Damen, nehmen selber an solchen Seminaren teil, organisieren zusätzlich den nächsten Pizza- und Italienisch-Kurs für ihre Freundinnen. Das ist ja schön. Das ist einfach total schön. VHS, junge VHS, das ist etwas, was wir ganz neu gestartet haben. Normalerweise ist die VHS in Wermelskirchen, Burscheid und Leichling bekannt für eher ältere Semester, also ältere Kunden. Überall ja eigentlich, ne? Überall also in Remscheid oder genau. Überall. Ja. Und was wir uns gedacht haben, wir möchten, gerade Bildung ist so etwas Schönes und wir bieten es auch noch gemeinnützig an. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen einfach mal eine sogenannte junge VHS, das heißt mit Angeboten für Schüler. Jung heißt für uns Schüler, Studenten, aber das geht für uns weiter. Das geht so weit, dass wir sagen, bis zu jungen Berufseinsteigern. Und das ist besonders schön, weil es einfach total gut geklappt hat. Wir haben, Sie müssen sich vorstellen, als wir das mit einer unserer neuen Mitarbeiterin, das ist die Frau Jacqueline Wolf, haben wir zusammengesessen in regelmäßigen Joe Fix, haben verglichen, haben geguckt, was läuft woanders, welche Kurse finden wir interessant. Und dabei kamen dann so Kurse zustande wie Partnerakrobatik. Und das, stimmt, das weiß ich noch, das hatten Sie mal erzählt. Das war. Das gibt es auch jetzt inzwischen? Ja, natürlich. Mit war, Jugendlichen? Genau. Also gut, Ältere würden wahrscheinlich auch. Also ich würde zusammenbrechen. Oder wir haben auch Gesangskurse. Ja. Wir haben 16 Teilnehmer in so einem Gesangskurs mit drin. Und das ist einfach total schön. Das sind, glaube ich, auch so Gesangskurse, wo jeder mitmachen kann. Ne? Auch die nicht singen können. Oder die einfach dachten, sie können nicht singen. Genau, ganz genau. Ja, das funktioniert. Ist schön. Das funktioniert echt schön. Und Sie sind ja auch so ein richtiger Social-Media-Fan. Ne? Also seit es Sie gibt, gibt es ja die VHS auch auf Insta. Media, genau. Und YouTube. Ach so, auf YouTube auch. Genau. Okay. Was machen Sie denn? Wie werben Sie? Können Sie das nochmal erzählen, wie Sie Leute erreichen? Früher gab es dieses Heft, dieses gedruckte Heft und das war's. Das kann man ja so sagen. Und vielleicht noch in den Zeitungen wurde sozusagen das Angebot beworben. Heute ist das aber anders, seit es die gibt hier, ne? Ja,
Ich glaube, die Welt ist einfach anders, wenn ich das so sagen darf. Ja. Wir haben einen Insta- und YouTube-Account gestartet im letzten Jahr und haben binnen mehrerer Monate, knapp einem Jahr, über 1400 Abonnenten dazu gewonnen. Und das ist für uns als VHS ist das natürlich mega. Das Schöne dabei ist, dass wir, das ist eine Dynamik, die dabei entsteht. Das heißt, wir nutzen das, machen das, können Geschichten erzählen. Mittlerweile machen wir so viel über Insta. Wir rekrutieren Trainer, wir kriegen neue Ideen. Wir drehen kleine Videos im Sinne eines Videomarketings, können das selbstverständlich bei Insta posten. Das ist aber nicht nur Insta und YouTube, sondern vor allen Dingen auch, wir haben mittlerweile einen professionellen Newsletter, den wir verschicken. Das ist so ein bisschen kompliziert. So ein Newsletter dazu mussten wir, Sie müssen sich vorstellen, das ist so ein bisschen so, als ob man eine eigene Website programmieren muss, mit der Möglichkeit, dass man sich dort abmelden kann, dass im Hintergrund eine Blacklist geführt wird. Wir müssen das mit dem Datenschutz genau abstimmen. Wir haben die Möglichkeit, und das machen wir mit monatlichen Newslettern, dass wir unsere Teilnehmer bezüglich unserer neuen Entwicklung, auch neuen Kurse, schönen Themen informieren können. All das war vorher mit einem gedruckten Programm nicht möglich. Klar, das heißt, wir haben ganz viele Kanäle, die wir plötzlich nutzen können. Das ist schön. Stimmt. Und Sie machen auch Werbung in den Städten mit richtiger Fußbodenwerbung, ne? Ja, wir sind. wir haben am Anfang überlegt, wie wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen könnten. Und da haben wir uns Fußbodenkleber, also Bodenkleber, die man outdoor bekleben kann. Die sind 40 cm im Durchmesser. Ich denke, viele aus unseren Städten haben genau diese Aufkleber schon mal gesehen. Das werden wir auch nochmal machen. War allerdings ein bisschen kompliziert, weil wir natürlich uns erstmal die Genehmigung einholen mussten der einzelnen Städte und wir mussten dann genau aufzeigen, wo wir die kleben, verkleben, mussten dazu eine genaue Liste machen. Das durften natürlich nur öffentliche Stellen sein, auf die wir die verkleben, mussten dann sorgfältig diese wieder entfernen. Aber die Resonanz war unglaublich. Weil jeder sich fragt, warum ist da so ein Punkt auf der Erde? Was, ne? Also ich habe mich das gefragt. In Burscheid habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Wir haben dort einfach draufgeschrieben, das neue Programm und QR-Code. Das heißt, man konnte direkt mit dem Handy, konnte man sich das Programm angucken. Und ich habe E-Mails bekommen, direkt an mich, an meine Adresse, wo sich Bürgerinnen und Bürger dafür bedankt haben. Weil sie die Idee einfach klasse fanden und gesagt haben, das ist eine tolle Idee, das wollten sie mir einfach nur mal sagen. Und das ist eine Rückmeldung. Da freuen sich drüber. Das war einfach großartig. Und das hat diese Rückmeldung zu unserem neuen Programm und zu unseren Ideen bekomme nicht nur ich, sondern die bekommen wir alle. In jeder, ob das ein Sachbearbeiter ist, ob das ein Trainer sind, diese Rückmeldung, die wir kriegen, die ist so vielschichtig. Und das zusammen, das ist auch ein bisschen ein großes Glück, dass ich auf so ein schönes Team getroffen bin sozusagen, weil Sie müssen sich vorstellen, dass ich hatte am Anfang, habe ich Ihnen erzählt, dass ich wie so eine Gießkanne durch die Gegend gehe und vor allen Dingen eine Pflanze, die gesprossen ist, war vor allen Dingen unser Team und das ist das, was mich total stolz macht und auch sehr freut. Sie müssen sich vorstellen, am Anfang hatten wir ein Qualitätsmanagement. Immer mit der gleichen Qualitätsmanagement-Auditorin. Wir sind DIN ISO zertifiziert und werden regelmäßig kontrolliert. Und wir hatten so ein Abschlussgespräch, das war an meinem dritten Tag, als ich hier war. Und die Auditorin guckte so in die Runde und meinte, wow, was eine Aufbruchstimmung. Ja. Sie hatte vorher mit jedem Einzelnen gesprochen, wie so die Arbeitsstätte ist, wie die Qualitätsstandards sind. Und da kam das natürlich mit rüber. Und das spürt man einfach. Das ist schön, das hört sich gut an. Es gibt ja auch Botschafter. Können Sie da mal was zu sagen? Also es gibt, glaube ich, die Bürgermeister sind Botschafter, aber es gibt ja auch zum Beispiel eine ganz junge Botschafterin. Sie müssen sich vorstellen, ich komme natürlich aus dem Marketing und unsere Leistung ist, unsere Kurse sind mehrfach immateriell.
Das heißt, es gibt Besonderheiten bei Dienstleistungen. Nicht nur diese Immaterialität, das heißt im Prozess immateriell, aber auch im Ergebnis immateriell. Und durch diese Immaterialität, man kann sich eben nicht wie in ein Auto setzen, weil wir ja auch Neukunden erreichen wollten, und einfach eine Probefahrt machen und gucken, wie das sich fährt, wie der Anzug ist, wie viel PS, womöglich ein Elektroauto. Das gibt es bei uns nicht. Und deswegen sind viele unserer Kunden, die auf uns zukommen, erstmal unsicher. Vor allen Dingen auch, weil wir natürlich ein anderes Image haben. Genau das, was Sie vorhin sagten. Eher ein, ich will nicht sagen negatives Image, aber doch zumindest ein sich wandelndes Image. Ich habe zum Beispiel bei dem Gesundheitstag der Stadt Wermelskirchen, dort haben wir Flyer verteilt. Das war letztes Frühjahr, genau, glaube ich. Ne? Da bin ich mitgegangen und dann habe ich unseren Flyer mit unseren neuen schönen Bewegungskursen, Mixed Martial Arts heißt zum Beispiel, Alter, richtig cool. Was ist das? Das sind so Kampfkunst- und Selbstverteidigungskurse, die sofort ausgebucht waren, das war unglaublich. Habe ich dann diesen Flyer in die Hand gedrückt und er grinste mich an, war so mittelalterlich, sage ich mal, grinste mich an und sagte, ah nee, da geht meine Oma hin, immerhin, aber ich brauche den Flyer nicht. Und mit diesem Image müssen wir umgehen. Und das ist eine große Herausforderung. Und da war es uns ganz wichtig, dass wir dem entgegenwirken. Und deswegen haben wir uns Multiplikatoren gesucht, also Botschafter, die für unsere VHS unser neues Image nach außen tragen können. Und da haben wir so schöne Botschafter bekommen. Sie sagten gerade jung. Mhm. Das heißt, wir für die junge VHS haben wir Jemima gefragt. Jemima ist unsere Wermelskirchner Sängerin, kann man sagen, ne? Das ist die Wermelskirchner Sängerin. Die bei The Voice Kids Finalistin war. Ein TV-Format, wo, muss man vielleicht mal erklären, wo Kinder und Jugendliche sozusagen singen vor einer Jury, und die Stimme wird dann aber bewertet, weil die sitzen, glaube ich, die Jury sitzt, glaube ich, irgendwie zuerst. Sieht die Sängerin oder den Sänger nicht, und wenn der Sänger oder die Sängerin gut war, drehen die sich um. Und das war bei Jemima, die war da sehr erfolgreich, glaube ich, sehr weit gekommen. Finalistin, ne? War sie dort. Ach, sogar Finalistin. Ja. Ach, das war auch, sehen Sie. Hätte also, ich schon wieder vergessen. Ich sag mal, als wir darüber nachgedacht haben, wir wussten ja gar nicht, das sind ja erstmal so Wunschvorstellungen, wo wir sagen, ach, Jemima brauchen wir als Botschafterin. Und dann haben wir gedacht, wen kennt jeder Jugendliche in unserer Region? Und da kamen wir natürlich sofort auf Jemima, weil alle mitgefiebert haben. Und als sie dann auch noch zugesagt hat, mit ihrem Vater zusammen, sie ist minderjährig, klar, das war großartig. Wir haben ein kleines Video dazu gedreht, da hat sie dann gesungen. Das war einfach unglaublich schön. Aber wir haben nicht nur Jemima als Botschafterin für unsere junge VHS, sondern wir versuchen natürlich alle Zielgruppen. Und da sind uns unsere Stammkunden sind uns natürlich ganz wichtig. Und so haben wir zum Beispiel Frau Riemscheid. Frau Riemscheid aus Burscheid, genau. Das ist ja auch eine Größe in Burscheid. Das ist eine Größe in Burscheid, ganz genau. Eine ganz rührige Dame, kann man sagen. Das, sie ist ganz stark verbunden mit uns. Sie war lange bei uns im Zweckverband als Vorsitzende tätig. Als ich sie angesprochen habe, hat sie sich so gefreut und war sofort dabei. Das war einfach klasse. Schön. Aber wir haben auch zum Beispiel in Leichling Annette Langen, ich weiß nicht, ob Sie die Mutter von Hase Felix kennen, diese Kinderbücher. Die Künstlerin, ja. Genau. Oder, beziehungsweise die Erstellerin oder Autorin der Kinderbücher. Ne? Ganz genau. Ja, das hat sie natürlich auch sofort mitgemacht. Genauso wie Armin Himmelrath. Mhm. Journalist aus Wermelskirchen. Genau, arbeitet auch bei Spiegel Online oder im Spiegel grundsätzlich mittlerweile. Der aber auch mit Wermelskirchen total verbunden ist. Ja, total. Und wir haben so schöne, er ist auch Dozent bei uns. Ja. Wir haben so geniale neue Kurse. Kann ich sagen, was er macht? Zum Beispiel Fake News. Was wir ausprobiert haben, ist eine Wermelskirchener Gruselführung. Von pädagogischen her unheimlich wertvoll, weil Sie müssen sich vorstellen, wir können so viele Sachen vermitteln, von Geschichte über Politik, wie sah das im Nationalsozialismus bei uns aus, und das haben wir verknüpft mit ganz viel Emotionen, weil wir nämlich abends losgegangen sind, Armin Himmelrath verkleidet in einem durch die Stadt, ne? Also Kostüm aus der Unterwelt, ja, es war einfach großartig. Wir haben so Nebel organisiert, was so aus einem Kellerfenster rauskam.
Unsere Anne Röser war dabei, also eine unserer Damen aus dem Team, und hat sofort gesagt, Mann, beim nächsten Mal bin ich Statistin und verkleide mich als Hexe und roll so einen Totenkopf über die Straße. Das war einfach großartig. So haben wir unheimlich interessante und begeisterte VHS-Botschafter für uns gewinnen können. Und das war einfach, das konnten wir sofort als zum Start konnten wir das sofort kommunizieren. Wir konnten es in Social Media, wir haben kleine Videos dazu gedreht. Wir posten das selbstverständlich. Wir haben in der Presse natürlich dadurch die Möglichkeit gehabt, das zu platzieren. Und zwar nicht nur in Wermelskirchen, wie das früher sonst üblich war, sondern eben vor allen Dingen auch in Burscheid und Leichling. Und das war einfach total schön. Und Sie haben es nicht bereut, dass Sie hierher gekommen sind? Oh, im Gegenteil. Und haben noch viel vor? Ah, das sagen Sie einen Plan, den Sie noch vorhaben, der noch aussteht und der Sie irgendwie ganz stark beschäftigt. Gibt es einen oder gibt es so viele, dass Sie gar nicht sagen können? Ich glaube, ich möchte... Nee. Da gibt es keinen einzelnen Punkt, sondern ich glaube, die Gesamtentwicklung macht uns und mir so viel Spaß. Und ich glaube, das ist das, was wir geschafft haben, dass wir alle wieder Spaß an der Arbeit haben und uns dadurch entwickeln und selbst inspirieren können. Und das kann man nicht auf einen Punkt ausrichten, sondern da werden viele neue Sachen entstehen, von denen ich noch gar nichts weiß, die auch aus unserer, wir arbeiten agil zusammen, sage ich mal, das ist so ein Begriff aus dem Marketing, also auf Augenhöhe. Wir haben regelmäßige Meetings, wir überlegen uns in jeder Situation, jetzt klingelt mein Telefon. Das ist ein gutes Stichwort, weil wir hören jetzt auch auf, wir wollen weiter Kuchen essen und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und wir werden noch ganz viel von Ihnen hören. Ach super, vielen, vielen Dank, Frau. Danke. Danke sehr.